Zombie-TV. Hehehe, geilo. Hallöchen, ihr Wartech und Ödleuder. Hier geht's weiter mit Fallout 4. Wir müssen ab nach... Was ist nochmal? Osten? Ne, wie ist das nochmal? Moment. Concord. Da geht's jetzt weiter. Wir müssen da ja theoretisch die ersten Siedler abholen. Hier nochmal die restlichen Sachen so am rausfahren. Zumindest an die, die ich mich erinnern kann. Okay. Dann schauen wir mal, was uns da so noch erwartet, ne? So, ich glaube, hier war auch noch ein Tresor drin. Also. Oh, einfach eine Bombe am Tresor. Das war es. Alles meins. Das hier? Achso, hacken müssen wir jetzt hier. Ein Treffer. Das ist also wahrscheinlich das D. Wer jetzt hier noch kein Profi in Fallout 4 ist oder es nicht kennt, man kann hier diese Zeichen durchgehen. Kann sich man. Dann wurden die Versuche jetzt zurückgesetzt. Das heißt, wir können es wieder neu auswählen. Was ich gesagt, das D wird es sein. Hatte ich Dieb schon? Mal resetten kann. Wenn man hier so zwischen diesen Zeichen geht, dann kann man dann halt Falschantrag gut entfernt und halt die Versuche resetten. Oder man lässt es einfach. Das ist auch nur um den Tresor zu öffnen, glaube ich tatsächlich. Ansonsten ist das Terminal gesperrt. Medex. Was? Und dann noch ein Haus da vorne. Eingestürzt. Das heißt, hier geht's weiter. Das ist eine Kochstation. Oh, Alter, spielt mir so ein Viech ins Gesicht, Digga. Oh, Junge, Junge. Hab ich mich jetzt erschrocken. Warte, was auf dem Boden? Da ist noch Papier. Hundefutter, Löscher, Thermometer. Dann. Angel, Vorkriegsgeld. Ja, geil. Einfach bei Handgranaten im Briefkasten. Ah, das ist der Hund. Hey, Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Oh. Okay, lass uns zusammen. Ist jetzt rund. Die Musik aus.
Okay. Hätte ich jetzt eigentlich gar nicht erwartet, dass das geht. Oh, du musst raten. Wow. Alter, was ist hier? Kampfbücher. Hast du gut gemacht, Rundi. Hey, Eat. Esotronik. Hm. Kochplatten, die waren immer wichtig. Also ich. Zigaretten, Telefon, Zuckerbombs und GG Diab Buttercup. Only 16.000 Dollar. Schnäppchen. Können. Okay, das ist nur Sachen lesen. Brauchen wir nicht. Der Amateurfunk macht auch nichts. Nuka Cola eiskalt. Brustkorb und Becken. Hier ist noch eine Rüstungswerkstatt. Okay, auch eine Station. Was kann man denn in diesem Dienst machen? Unzähler. Laborstation. Drogen herstellen. Fallen? Ehrenfalle. Ja. Okay, das wusste ich gar nicht. Granaten herstellen. Heilung. Härten. Gut. Weiß gar nicht, kriegen wir darüber auch EP eigentlich fürs Herstellen? Jo, kriegen wir auch EP. Haben wir schon Level up. Cool. So, da können wir noch mal ein paar Sachen. Was ist denn da? T. Level up. So, Eisenhaus, Langfinger, Härte. Also jetzt können wir uns hier einen von diesen Punkten aussuchen. Was sieht man denn da am besten für? Machen wir. So Blutklumpen. Dann auch noch Blut. Der Wurf ist ab. Zähne. Hey, was ist das? Okay, weiter geht's. Ab nach Concord. Hier war, glaube ich, noch eine, irgendwo so eine Mücke. Ja? Mega Stechmücken hier. Alter. Alter Brummer. So, dann kommen wir auch schon hier in die erste Stadt. Dann können wir uns auch gleich schon gegen die. Das. Können wir uns auch hier gleich gegen die ersten Raider durchschlagen.
Quantum. Eis. Oh. Die bekomme ich so nicht auf. Was? Warum ist alles so grün? Radioaktiver Sturm oder was ist das? Ich renn mal schnell zum Ziel, dann sind wir nämlich drinnen. Raider. Museum der Freiheit. Sound ein bisschen runterstellen. Aber tatsächlich von der Musik sehr laut. So, weg. Wo ist der kleine Dixer hin? Wenn du tatsächlich gleich wohin ist. Ah, hier, ne? Der ist hier, der. Kleine Witze. Wir müssen nach oben. Eine Waffe gekriegt. Improwaffen. Eine Schrotbedarfen. Ach, der Kopf ist weg. Oh, oh, oh. Hier alles meins, alles meins. Ich sag's dir, Mann, lass uns verdammt nochmal verschwinden. Sonst werden wir nicht so ein Weichei. Wir halten für die anderen die Stellung. Wie man es von uns erwartet. Da draußen ballert jemand alles zusammen. Ich sitze hier nicht rum und ich warte auf den Ton. Eine Bewegung in Richtung Ausgang und ich weide dich selbst aus. Jetzt halt dein Maul, sonst erledigen wir den Typen nie. Granate werfen? Kommt, was ist denn eine Granate? Platz. Kann gar nicht so schwer sein. Denn hier Granate schmeißen. Ja.
drin. Alle möglichen Knöpfe. Hey, also wo ist denn hier? Oh, alt. Was, das hat hier erwischt. Denken hier was passiert ist? Ah, hübsch ist anders. Moment, jetzt machen wir eben das Level ab hier. Mach doch noch Schlösser knacken damit rein. Oh. Ich komme rein und ich ziehe jedem einzelnen von euch komm die schon. Haut ab. Die gehen nirgendwo. Du mein Hund. Eine Schrotflinte gehabt. Hört mir. Doppelläufig. Geil. Oh, ich gleich bin schon überladen. Oh, krass. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier nicht jeden Scheiß mitnehmen. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Ich helfe gern. Wenn das stimmt, könnten wir noch etwas Hilfe gebrauchen. Wie du siehst, haben wir ja ein paar Probleme. Hm. Nein, das bitte, ist es nicht. Erzähl weiter. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Ghule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Ghule? Was sind Ghule? Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Das ist es nicht. Aber es sind trotzdem Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja... Wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Eine gute Idee kann einiges bewegen. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Birdie Alt. Immer alle so durcheinander hier. Gefällt mir. Ja, dachte ich's mir doch. Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Minigun? Das wollte ich hören. Gut, was? Es gibt nur einen Das wollte ich hören. Der Anzug hat keinen Saft. Er kann mit Energie versorgt werden. Aber... Ich helfe gerne, wenn ich kann. Du brauchst einen alten... Aber wir kommen also... Ich weiß, was ich brauche. Alles gut. Der Fusionskern, den wir brauchen. Vorsicht, Kind. Es kommt was. Und es ist
wen hat Dark Meat uns denn da gebracht? Er ist also dein Hund? Oh, er ist nicht mein Hund, nein. Dark Meat ist absolut einen freien Geist. Kann man nicht besitzen. Er... Sag mir bitte, was du weißt. Ich fühle mich wie eine verrückte Alte auf. Das sind die Camps. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Das ist unglaublich. Kindheit. Oh, das ist die Nervtante. Ich werde... Oh, wenn ich... Mal Drogen. Bingo. Aber Wackelpuppe. So, dann... Wo konnte ich mich noch dran erinnern? Da ist ein Comic. Ausgezeichnet. Ah, okay, das ist so. Hier kann man sich aussuchen, ob man ein Schloss knackt oder das Hacken macht. Ja. Okay, dann haben wir den Pulsionskern. Aber jetzt müssen wir aufs Dach. Doch leider so ein schöner Inside-Fight. Eine Todeskralle. So ein Riesenviech. Gegen ein paar Raider. Schon. Ja doch. Habe ich schon Müll entsorgt. Wichtige Sachen hier. Ja, Gesundheit an mich selber. Ja, schwierig. Ich muss langsam weitergehen. Dann gar nicht mehr. Scheiße. Das ist eigentlich relativ gut durch, ja. Weiß ich nur ungern weg. Haben wir gleich die Powerrüstung, da kann man auch mal ein bisschen mehr Tagelimit kriegen durch. Naja, gut, machen wir das erstmal. Dann können wir zurück nach Sanctuary und dann kann man da anfangen, seine eigene Base zu bauen. Eigentlich echt gut, nice Feedback. Ja. War ich sehr positiv und überrascht. Dann sind wir wieder überladen, das ist jetzt aber nicht so schlimm, weil wir jetzt hier reingehen. So, den Nutzkern einsetzen. Und dann können wir da einsteigen. Hier sind wir in der schicken Rüstung. Und richtig guter Vorteil hierbei ist, wir nehmen keinen Fallschaden mehr. Aus großen Höhen. Und wir können, wie gesagt, schon mehr tragen.
Und ich wusste mal noch die Gun aus. Ach, Waffen. Minigun. Hat er schon? Kein falscher. Weg für dich. So, das sollte es eigentlich gewesen sein. Ja, außerdem, was ich sagen wollte, war, hier haben wir jetzt außerdem Fallenschutz. Das heißt, wenn dieser Sturm hier ist, dann kann der uns nichts anhaben. Halt relativ nice bei der Rüstung hier, weil es ja auch richtige Strahlengebiete gibt. Was war das? Hä? Schlüsselball? Den haben wir hier pulverisiert. Okay, das war's. So. Müsste das jetzt eigentlich gewesen sein? Erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Preston. Man kann nie genug Freunde haben. Also, als wir uns trafen, hast du gesagt, du würdest gerne helfen. Das hast du getan und wir verdanken dir unser Leben. Hier, es ist nicht viel, aber die beste Art, um dir zu danken. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Okay, Garvey. Ich bin dabei. Wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Das Loch in deinem Herzen. Sag es mir bitte. Ich muss es wissen. Du bist ein Mann ohne Zeit. Ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Ich wusste es. Bitte sag mir, wo er ist. Ich muss meinen Sohn finden. Ich kann ihn nicht sehen. Nicht klar. Aber ich spüre seine Lebenskraft.
Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du das große grüne Juwel des Commonwealth, Diamond City, die größte Siedlung in der Gegend. Bitte, Mama Murphy, ich habe gar keine Spur. Erzähl mir mehr. Ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund, so legen wir das auch brauchen. Sanctuary wartet. Dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher. Machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Sie hat davon erzählt. Es ist nicht weit. Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es ist. Entspannt euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also, Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Ja, ehrlich, Marcy. Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen. Gesehen hat irgendein Drogenrausch. Deswegen müssen wir darüber. Das dritte Auge. So. Dann können wir uns jetzt theoretisch mit denen bei Sanctuary treffen. Mal schnell Reise hin. Dann sind die auf jeden Fall auch schon da. So, Transfer. So, und hier können wir die Powerrüstung abstellen. Oh, das falsche. Okay. So. Ja, und dann können wir uns hier in der nächsten Folge um den Siedlungsbau kümmern. Dann haben wir eigentlich schon einen guten Start erwischt. Wir sind immer noch nicht da, kann das sein? Ja, okay. In der nächsten Folge werden sie da sein. Was war das? Hast du es gesehen? Es ist der Hund. Jetzt der Knarre mitgebracht? Hey. Warte da. Immer schön ruhig. Also nächste Folge kümmern wir uns darum, das Dorf hier ein bisschen aufzubauen, so für die, die jetzt hier rüberziehen sozusagen, ne, die kommen jetzt hier hin, sind tatsächlich dann doch noch nicht da. Und ja, machen eben das hier ein bisschen gemütlich, sichern das Ganze mit ein, zwei Geschützen und machen es ein bisschen wohnlich. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vergesst nicht, Daumen nach oben da zu lassen und abonniert den Kanal. Bis demnächst. Ciao, ciao.